Die Stellen mit dem argen Husten und Schnupfen, die schneide ich euch natürlich raus. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, jetzt auch ich. Tatsächlich war ich etwas unvorsichtig, muss ich sagen, am Wochenende. Der ein oder andere hatte das schon mitbekommen auf dem Discord. Tatsächlich ist es so, dass ich mich jetzt doch noch angesteckt habe mit Covid. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, muss ich sagen, nach über 2 Jahren und ich will nicht sagen völliger Isolation, aber doch ein bisschen Respekt davor, ein bisschen Angst davor. Und jetzt hat es mich aber doch ereilt. Und es ist, wie es ist, Leute. Ich war feiern. Ich meine, ja, man ist auch wieder so ein bisschen in Feierlaune tatsächlich, aber ich war sogar doppelt feiern. Die es mitbekommen haben, ich war am Freitag auf einer tatsächlich Firmenveranstaltung. Wir machen ein bisschen Clash of Clans nebenbei. Auf einer Firmenveranstaltung und dann am Samstag tatsächlich war ich auch noch in einer Diskothek. In einer Diskothek. Schönes Motto, 2000er Party. Bei uns hier im Dorf, also alles überschaubar. Aber tatsächlich geschehen ist das Ganze wohl schon am Freitag. Denn dank der Corona-Warn-App, so will ich es mal sagen, wird das Ganze auch nachgemeldet. Das heißt also, wenn sich irgendwie Handys treffen und jemand gibt dann 3 Tage später plötzlich ein Ergebnis ein, dann taucht das auch bei allen denen auf, die damit Kontakt hatten, und so war das bei uns auch. Und da ich dann aber am Montag schon tatsächlich auch ein bisschen Symptome gezeigt habe, ich habe am Montagmorgen noch ein Video gedreht, sehr, sehr früh, aber ich kann euch sagen, ab kurz vor Mittag ging es steil bergab, so muss ich sagen, wirklich steil bergab. Ich hatte also schon starke körperliche Schmerzen. Ihr wisst, wenn man sich so reckt und streckt und irgendwie so die Glieder so überall wehtun, es tut einem wirklich alles irgendwie weh, du bist ultra schlapp. Und dazu kamen noch starke Kopfschmerzen. Das lag aber wahrscheinlich daran, dass ich die ganze Zeit auch meine Nase hochgezogen habe. Irgendwann ist der Kopf natürlich zu. Und dementsprechend ging das Ganze dann vonstatten. Ich war dann auch beim Testen und die schlugen dann alle an. Ich warte jetzt auf mein PCR-Ergebnis. So ist das immer noch. Und aber ich habe zwischendurch noch einen Test gemacht, der war aber auch rot. Also soll es wohl so sein. Mittlerweile, ich habe ein bisschen was an Schmerzsachen eingeworfen. Ich wollte eben mal spenden. 1, 2, 3. So, 9 noch da oben. Und dann geht das schon. Also jetzt nichts Starkes, sondern so ein bisschen so Aspirin oder ASS heißt das immer. Eine pro Tag reicht. Und ja, dann geht das so. Aber ich kann euch wirklich nur sagen oder mitteilen, bleibt immer noch vorsichtig, bleibt auf der Hut. Und ich will jetzt nicht sagen, haltet euch fern. Also es ist, glaube ich, wie gesagt, nicht in der Diskothek passiert, sondern eher einen Tag vorher schon. Und vielleicht auch Doppelschlag, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir allen oder habe ich allen Bescheid gesagt. Ich glaube, meine Familie, die können es im Moment nicht bekommen. Die haben es ja schon alle gehabt und auch ist noch gar nicht so lange her. Oh, okay. Wertvollster Clankamerad. Ich bin ein wertvoller Clankamerad. Sehr, sehr cool. Kann ich einfordern hier. Den wertvollen Clankameraden. Und 150 gibt es dafür. Trage 500.000 bei. Okay, ich bin auf jeden Fall nächstes Mal wieder hart am Überfall mit. Ich schwitze. Mit dabei. Und will natürlich hier so ein bisschen mit dazu beitragen, dass wir so 5 Stück gehen schon wieder, 1, 2, 3, 4, 5 mit dabei tragen, sodass ich dann auch ganz sicher mit allen wieder die Überfallmedaillen bekomme und wir, ich will jetzt nicht sagen im Ranking aufsteigen, weil Ranking gibt es ja nicht, aber dauert auch nicht mehr lange, ein Tag 22 geht das Ganze schon wieder los und wir brauchen noch 6 Gebäude, dann können wir den Stadtgipfel auf Level 4 machen und dann auch die anderen Sachen weitermachen, geht ganz gut voran hier. Zu dieser Situation hier, dass es hier so rot und grün ist, da sage ich erstmal nichts, habe ich ja die Tage schon was zu gesagt am Montag. Ich starte hier im Moment keinen Clankrieg, denn ich glaube, wenn ich jetzt einen starte, dann geht hier die Hälfte raus und da habe ich dann auch keinen Bock drauf, deswegen warte ich lieber, dass ein paar Leute stabil sind, also da musst du dann auch schon wieder ein bisschen Liste führen. Aber 1, 2, 3, 4, so, jetzt können wir auch hier angreifen. Ja, so mache ich das manchmal hier.
Ah ne, hier wollte ich die gar nicht nachbauen, sondern das ist ja meine Farmarmee. Okay, gehen wir mal ins Farm rein. Clash of Clans geht immer und es hatte auch jemand danach gefragt, ob es nicht mal wieder Zeit wäre für ein Mid-Clash. Ja, ich meine, jetzt muss ich sogar zu Hause bleiben. Ich meine, okay, hier so ums Haus bewege ich mich nach wie vor. Also da schrecke ich jetzt von nichts zurück. Eine Mille. Da muss ich sogar mal beide Finger nehmen. Perfekt. Die lassen wir erstmal da. Die lassen wir erstmal da. Queen da. Queen da. Queen da. Oh, das riecht nach richtig viel hier. Boah, ich bin doch noch echt verschnupft, Leute. Ich bin echt noch stark verschnupft. Muss ich mal so sagen. So, jetzt geht's dabei. Aber jetzt geht der gleich nicht mehr dabei. Denn ich glaube, ich muss hier so ein bisschen mit meinem King freiräumen. Nur mal gucken. Da ist noch was hinter der Mauer. Ja, das geht ganz gut. Perfekt. So, Scattershot ist schon am Start. Multi Inferno auch. Der King könnte hier eigentlich auch reingehen, oder? Der King kann da auch reingehen. So, dann schicken wir hier auch nochmal den Champion. Den habe ich jetzt ein bisschen spät geschickt, glaube ich. Und wir nehmen das mal hier. Ich glaube, den Champion habe ich jetzt echt ein bisschen spät geschickt. Aber mal schauen. Wir gucken mal, was noch so geht. Ox hinterher. Und dann geht das ab hier. So, ich würde sagen, wir heilen hier mal durch. Gehen hier von da rein. Und gucken jetzt mal, dass die Queen uns wenigstens das Rathaus holt. So, egal was da ankommt. Wir müssen hier in die Mitte. Perfekt. Da die paar Skelette giften wir weg. So, den muss ich eben mal zünden. Und was haben wir da noch? Oh, wir haben hier richtig was Heftiges noch. Okay. Eieieiei. Dann steuern wir hier hinten mal gegen. Aber das sieht ganz gut aus. Das sieht in jedem Fall ganz gut aus. Und ja, so ist das. Also wie gesagt, haltet euch bedeckt. Seid vorsichtig, dass euch sowas nicht auch passiert. Oder es ist euch vielleicht schon passiert. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Und vielleicht kann ich jetzt sagen, ja, ich bin froh, dass ich impfen lassen. Ich bin ja jetzt auch nicht gerade so einer, der jetzt nicht so zur ultra gefährdeten Gruppe gehört oder ungefährdeten Gruppe gehört. Und das war kein schlechter Schlag. Eine Mille. Okay, der war gut, der Schlag. Kann ich nicht, weil ich die Supermauer nicht habe. Und deswegen seid ein bisschen auf der Hut. Haltet euch ein bisschen bedeckt, tragt immer noch Mund-Nasen-Schutz da, wo ihr meint, dass ihr unsicher seid, also beim Einkaufen in irgendwelchen vollen Schlangen oder wo auch immer. Ich habe mich jetzt in der letzten Woche auch viel, viel erwischt, wo ich das nicht mehr getan habe, weil ich auch irgendwie so die Einsicht nicht mehr so wirklich hatte. Ich meine, wenn du irgendwo alleine drin bist, dann kannst du, ja klar, du kannst dich auch noch anstecken, aber vermutlich nicht so schwer, als wenn viele, viele um dich herum sind, dir nahestehen und so weiter. Ich will kurz einen kleinen Cut machen, frage jetzt nochmal an und baue mir jetzt eben mit dem anderen Charakter ein paar Trubbis und dann machen wir noch einen zweiten Angriff, würde ich sagen. Also kurzer Cut und bis gleich. So, den nächsten Bob kann ich gar nicht machen. Ich habe gerade hier die paar Dinger angestoßen. Ihr seht, 1600 bekommt man, wenn man im Nachtdorf das Gold und Elix verbraucht. Und jetzt habe ich nicht mehr genug Dunklus, um den nächsten hier anzustoßen. Muss also ein bisschen farmen. Und das werde ich jetzt auch mal ein bisschen exzessiver tun, glaube ich. Denn sonst kommt hier nichts. Oh, ich habe erst 7. Warum habe ich da erst 7 und nicht 8? Da ist irgendwas verkehrt gelaufen. Ah, okay, ich hab's. Warte. Ich hab's, obwohl das jetzt auch egal ist. Es ist egal. Nehmen wir die 3 Loons einfach mit.
Die drei Ballons nehmen wir einfach mit. Wer weiß, wofür sie gut sind. Ist ja nur so ein bisschen zum Rumfahren hier. Ich bin ja jetzt auch nicht in Liga XY. Ich mache übrigens auch ein Passspiel hier nicht. Das mit dem Blitzen mache ich nicht. Das mag ich auf dieser Ebene gar nicht. Und den können wir mitnehmen hier. Ach, guck mal, der hatte ich sogar ganz außen da. Perfekt. Hier tauschen wir mal eben. Und dann nehmen wir die mal hier auf eine Front. Unsere Hexen dahinter. Dann nehmen wir hier doch ruhig die hier, oder? So. Der hier muss ab durch die Mitte gehen. Mit den King. Und der Queen, die sollten da eigentlich immer reinfinden. So viel müsste eigentlich schon weggefunnelt sein. Roll Champion mit am Start. So, mal sehen. Oh, oh, oh. Ja. Ah, ja, der geht jetzt gleich schon auf, glaube ich. Okay, da geht er schon auf. Dann springen die hier hoffentlich. Hoffentlich mal. Ich muss jetzt mein Warden hier zünden. Denn ich muss jetzt von der Seite hier mit dem Roll Champion mit dazukommen. Ja, ich rufe gleich zurück. Ja, das kann jetzt ruhig bimmeln. Das stört mich jetzt nicht. Muss ich jetzt mal ganz klar so sagen. So, Queen ist da auch noch am Start, aber die muss ich jetzt leider zünden. Und auch den Royal Champion will ich gleich mal zünden. Mal sehen, ich denke mal, das Rathaus kriegen wir nicht. Oh, hier wieder die kleinen Skelette schnell weggiften. Ich denke mal, das Rathaus bekommen wir nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Das brauchen wir nicht. Wir könnten noch was ganz anderes noch gebrauchen. Wir haben noch mal zweimal den die Goldlager hier. Entschuldigt bitte. Ich rufe da gleich zurück. Weil wenn jemand anonym anruft, dann weiß ich, wer es war. Und dann sollte ich mich da ruhig mal melden. Ich spitze heute Morgen wirklich ganz schön derbe. Oh, schaffen wir das Rathaus vielleicht doch noch. Na, knapp, knapp, knapp. Na, vielleicht. Aber ich glaube nicht. Ah, komm. Nee, das wird nichts mehr. Aber wir schaffen noch das Goldlager. Sieht doch ganz gut aus. Perfekt. Naja, wie gesagt. Ich wollte auf jeden Fall ein bisschen was aufnehmen. Ich meine, ich habe jetzt Zeit. Kann mich hier nach wie vor weiterhin echt cool isolieren, wollte ich gerade sagen. Organisieren. Und muss natürlich doch ab und zu mal. Oh, die sind noch am Start hier. Der Uhu ist aber schon tot. Ja, der Uhu ist schon tot. Tot nicht, außer Gefecht gesetzt. Außer Gefecht gesetzt. Und, aber die wird es auch nicht mehr schaffen da. Die wird es auch nicht mehr schaffen, aber ein bisschen Dunkles haben wir bekommen. Ein Stern haben wir jetzt nur. Ja, ist auch nicht so schlimm. Wir kriegen das schon hin. So, ich mache die wieder. Kostet zwar ein bisschen Dunkles, aber ein bisschen muss man immer investieren. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Also der Status von mir hier. Also, beachtet nochmal die Tipps. Ich meine, sind unnötige Tipps. Ihr kennt das Ganze zur Genüge, aber wenn man nicht vorsichtig ist, dann ereilt es einen doch früher oder später. Ich will da jetzt mal zurückrufen, deswegen mache ich jetzt auch Schluss. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben und vor allen Dingen gesund bleiben. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Clasht.